Warum ist das Thema Zustellbarkeit eigentlich so essentiell im E-Mail-Marketing? Stellen Sie sich einmal vor, Sie gestalten mühevoll die allerbesten Newsletter und dann gelangen diese gar nicht erst in den Posteingang der Empfänger. Es bietet sich also dem Empfänger überhaupt nicht die Möglichkeit zu reagieren. Viel schlimmer ist es, wenn es sich zum Beispiel um eine Bestell- oder Stornierungsbestätigung handelt, die nicht ankommt und der Empfänger darauf wartet. Dieser Umstand wirkt sich nicht nur negativ auf den Erfolg der E-Mail-Marketing-Kampagne aus, sondern schmälert möglicherweise auch das Vertrauen in den Absender bzw. dessen Marke. Dies könnte sich wiederum in sinkenden Umsatzzahlen widerspiegeln und zusätzlich könnte Ihre Reputation als Versender darunter leiden. Aber wie hängt dies nun alles miteinander zusammen? Und welche Möglichkeiten bieten sich, dass Mailings zugestellt werden und eine starke Reputation erreicht wird? Hinter dem Fachbegriff Zustellbarkeit steckt eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen und Techniken, die man auf dieser Grafik sehr gut erkennen kann. Alle mit dem gemeinsamen Ziel garantieren, dass eine ausgesendete E-Mail auch im Posteingang des Empfängers landet. Aufgrund von steigendem Spam-Aufkommen reicht es heute nicht mehr aus, sich vor Missbrauch zu schützen. Vielmehr muss man als Versender selbst aktiv werden und seine eigene Reputation, also den eigenen Ruf, stärken. Schauen wir uns als erstes die qualitativen Kriterien hinsichtlich Zustellbarkeit bei der Auswahl eines E-Mail-Marketing-Anbieters an. Zertifizierung als seriöser Versender beispielsweise bei der CSA. Direkter Kontakt mit internationalen Service-Providern. Ausfallgesicherte Anbindung an Mail- und Datenbankserver. Deutsches Hosting. Proaktive Überwachung der Zustellung. Bereitstellung individueller Handlungsempfehlungen bei Zustellproblemen. Als zweites spielen die technischen Anforderungen eine Rolle. Diese sind Bereitstellung Bounce-Management und automatische Verarbeitung von Feedback-Loops. Implementierung eines List-Unsubscribe-Header oder List-Help-Link zur Newsletter-Abmeldung. Frei wählbare Versanddomains, Authentifizierung mit den Verfahren SPF, DKIM und DMARC sowie Erfüllung von Full-Domain-Alignment. Versender, die auf die eben genannten drei Authentifizierungsverfahren setzen, verbessern nachhaltig ihre Reputation bei den E-Mail-Providern und erhöhen dadurch ihre Zustellraten. Schauen wir uns diese eigentlich sehr technischen und komplexen Verfahren einmal näher an. Am einfachsten geht dies, wenn wir die Zusammenhänge von SPF, DKIM und DMARC mit einer Datenautobahn vergleichen und erklären. Nutzt man keine der drei Spezifikationen, steht man permanent im Stau, das heißt viele E-Mails werden gegebenenfalls im Junk-Ordner landen. SPF stellt die rechte und somit die langsamste Spur dar. Dieses Verfahren prüft zwar nur ein Kriterium, nämlich die Echtheit der Absenderadresse, ist aber nicht eindeutig. DKIM stellt die mittlere Spur dar. Dieser Standard prüft nicht nur die Echtheit der Absenderadresse, sondern stellt sicher, dass auch der Inhalt der Mail sowie bestimmte Header-Informationen nicht manipuliert wurden. DMARC stellt die linke, also schnellste Spur dar. Die Spezifikation fasst die beiden anderen zusammen und ist viel eindeutiger und schneller. Zusätzlich entscheidet sie genau, was mit der Mail passieren soll, falls SPF und DKIM fehlschlagen. Mit DMARC fährt man langfristig auf der linken Spur, sofern die Domain-Reputation positiv ist. Das heißt, der beste Weg zu einer erfolgreichen und sicheren Mail-Kommunikation ist somit der Einsatz der drei Authentifizierungsverfahren SPF, DKIM und DMARC sowie der Einsatz von Subdomains zum Versand. Lassen Sie auch nicht die rechtlichen Aspekte außer Acht und prüfen Sie den Inhalt des Mailings. Unsere Checkliste fasst nochmal alles zu dem Thema Technik, Recht und Inhalt zusammen. Sie sehen also, wie wichtig eine gute Reputation und Vertrauenswürdigkeit für erfolgreiches E-Mail-Marketing ist. Die Reputation hat einen direkten Einfluss auf die Zustellbarkeit von Newslettern und Mailings. Durch verschiedene Maßnahmen können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Marke nicht missbraucht und geschädigt wird. Weitere ausführliche Informationen zum Thema finden Sie in unserem White Paper Zustellbarkeit im E-Mail-Marketing, welches Ihnen zum Download auf unserer Webseite bereitsteht.